Hallo, wir sind das Projekt Digili und forschen zum Lernen mit digitalen Medien im inklusiven Literaturunterricht. Und was wir da machen, erfahrt ihr in diesem Video. Wir haben festgestellt, dass es in der Praxis noch keine Konzepte für das Lernen mit digitalen Medien im inklusiven Unterricht gibt. Und darum gehen wir im Digili-Projekt der Forschungsfrage nach, wie ein digitales Lernarrangement aussehen kann, das literarästhetische Erfahrungen für alle SchülerInnen ermöglicht. Das Besondere an unserem methodischen Vorgehen ist, dem Design-Based Research-Ansatz entsprechend, dass unsere Forschungsergebnisse nicht in der Forschung verbleiben oder erst am Ende des Projektes der Schule vorgelegt werden, sondern dass wir in Kooperation mit der Schulpraxis in mehreren Erhebungszyklen ein Lernarrangement für inklusiven Literaturunterricht entwickeln. Damit erforschen wir Fragen, die unmittelbar für die Schulen relevant sind, aber auch für die Forschungscommunities in der Literaturdidaktik und der Sonderpädagogik. Ich bin Laura Müller, ich bin Sonderpädagogin und habe im Projekt ganz besonders den Blick auf die Barrierefreiheit unseres Lernarrangements und auf die Teilhabe aller SchülerInnen. Ich bin Leonie Carell und aus der Literatur- bzw. Deutschdidaktik. Da interessiert mich insbesondere das literarästhetische Lernen und die Frage, wie man das mit Bildung für nachhaltige Entwicklung verknüpfen kann. Ich bin Caroline Ambrosini und ich bringe als Lehrerin den Blick für die Praxis mit. Mich interessiert besonders die Verbindung zwischen Literatur und digitalen Medien. Mein Name ist Wiebke Dannecker und ich leite gemeinsam mit Kerstin Ziemen das Projekt. Kerstin Ziemen ist als Professorin für inklusive Didaktik mit dabei und gemeinsam interessiert uns die Weiterentwicklung inklusiven Literaturunterrichts in Kooperation mit der inklusiven Universitätsschule Köln. Wir entwickeln in Kooperation mit der Kölner Mediendesignagentur Beaubüro eine Web-App für den inklusiven Literaturunterricht. Diese Web-App ermöglicht individualisierte Zugänge zu Literatur mittels differenzierter Aufgabenformate. Wir erproben unser Konzept und die Web-App an der inklusiven Universitätsschule Köln und stellen dann die Ergebnisse zur Verfügung. Die Web-App wird als Open Educational Resource allen Schulen zugänglich gemacht. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gern.